Also mit 13, 14 war Ihre erste Beziehung. Beziehung. Wie lange war ja, die? Ja. Ja, wir haben schon mal drüber nachgedacht. Also wir kommen ja, anderthalb Jahre, vielleicht auch zwei. Wow. Also so vom ersten Kuss, bis ich nach Amerika gegangen bin ungefähr. Ja. Genau, das war so. Weil man küsst sich ja nicht sofort, das war ja ein Annähern. Wir waren im Posaunenchor zusammen. Das war keine Liebe auf den ersten Blick. Nö. Ne? Von beiden nicht, ich glaube nicht. Das hat sich so, also, ah, da waren ganz andere angenähert. Mädchen. Ich sag mal, ich war so ein Pummelchen, also das hat er zuerst gar nicht beachtet. Das war, ja, da waren noch ganz andere. Aber dann haben wir zusammen Tenor gespielt im Posaunenchor und dann hat's gefunkt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie dann nach Amerika gegangen sind und da war dann die Beziehung zu Ende. Das hatte ich jetzt bei Ihrem Lebensgefährten ganz anders verstanden. Ja, das stimmt. Und zwar hatte ich gehört, dass da ein gewisses Motorrad oder ein Moped, ich weiß gar nicht, was es ist, eine Rolle gespielt haben soll. Das Ende unserer Beziehung wäre Ihre Reise oder Ihr nach Amerika, also in die USA gewesen, aber das hat sich anders abgespielt. Das ist für mich nicht so charmant, sage ich jetzt mal, aber du kannst es gerne erzählen. Ich habe noch Interesse an dieser Geschichte. Ja, wir hatten in der Kirche gab es einen Keller, der war nicht ausgebaut und den haben wir gemeinsam als Kindergottesdiensthelfer und andere Jugendliche haben wir den ausgebaut, haben daraus eine Diskothek gemacht. Dann konnte man am Wochenende eben dort tanzen. Außer Karfreitag. Genau. Und Musik hören gehen und dieser Keller hatte keine Fenster und ab und zu musste der gelüftet werden und alle gingen raus und ich ging auch raus und viele waren draußen, Margot war noch nicht draußen und wir saßen da so auf dem Kirchhof und dann kommt auf einmal so ein junger Erwachsener oder, sagt mal, älterer Jugendlicher, also jedenfalls auf so einer Kreidler-Florette angefahren auf diesem Kirchhof. Ne? Der sah aus, meine Oma hätte gesagt, wie so ein Hippie oder so ein... Also ein cooler Typ, Herr Helm. Ja, so ein cooler Typ, genau. Also mit so einer Lederjacke, so einer abgeschabten, also cooler Typ, lange Haare und so hatte ich auch, aber okay. Anders. Jedenfalls kam der da angefahren, wartete einen Moment und dann kam Margot irgendwann aus dem Kirchenkeller hoch auf den Kirchhof, sah ihn und sprang hinten drauf und fuhr mit ihm weg. Und das war im Prinzip das Ende unserer ersten. Das vorläufige Ende. Das vorläufige Ende. Frau Kiesmann, das hätte ich jetzt gar nicht von Ihnen gedacht. Sehen Sie mal, was Sie alles von mir denken. Aber sie hat auch versucht, Ihre Biografie an der Stelle zu beschönigen. Nein. Das muss ich aber sagen. In dem Buch habe ich dann gesagt, die geschönte Wahrheit wäre, ich bin nach Amerika gegangen. Das war ja auch zwei, drei Wochen später der Fall. Und habe dann gesagt, aber die ganze Wahrheit ist diese. Aber eben gerade. Aber wenn da was eine Fee gekommen wäre, hätte gesagt, keep cool, ja, muss Zeit haben und so weiter. In 40 Jahren hast du es ja wieder. Die Welt ganz nicht so kleinlich aus. Sein. Ja, dann hätte er es besser ausgehalten. Es tut mir auch immer noch leid, muss ich sagen. Immer noch leid, ja.